Kurdistan, Kurdistan, nichts ist so schön wie Kurdistan. Hier fühle ich mich geborgen, hier komm ich gut an. Nichts ist so schön wie Kurdistan, hey Kurdistan. Kurdistan, nichts ist so schön wie Kurdistan. Klasse! Alles nicht. Auf dem Telefon. Je mehr Fotos waren, desto mehr sicher. Kurdistan, nichts ist so schön wie Kurdistan. Schaut euch die Menschen mal richtig an. Mein Herz schlägt nur für Kurdistan. Hey, Kurdistan, Kurdistan. Mein Herz schlägt nur für Kurdistan. Schaut euch die Menschen so friedlich an. Yeah, nichts ist so schön wie Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan, mein Herz schlägt nur für Kurdistan. Schaut euch die Menschen mal richtig an. Nichts ist so schön wie Kurdistan. Wow, thank you. Das sind Mandeln.
Wir dürfen auch nicht so drauf schlappern, wir müssen spannen. Wir müssen spannen. Wir müssen spannen. Ah, die Schwarz. Nördlich von Erbil, ja, so vielleicht 50 Kilometer. Das sind die Berge, in denen früher Kämpfe stattgefunden haben zwischen den Truppen von Saddam und wie heißt diese andere Truppe? Peshmerga, also Guerilla-Truppe. Ja, Peshmerga heißt so viel wie die den Tod, die fürchten. Das sind hier noch so alte Panzer, die mit einem soll so der jetzige Ministerpräsident oder der jetzige Präsident, besser gesagt, auch angefeuert haben. Und das sind jetzt so Touristenattraktionen auf so einem kleinen Panzer sitze jetzt hier mitten in Kurdistan. Es ist großartig hier, wunderbare Atmosphäre, etwas windig, absolut friedlich im Moment, jedenfalls sieht es so aus, als wenn hier noch die Welt in Ordnung ist. Das schmeckt hier natürlich in dieser Luft sowas von köstlich. Und vor allen Dingen die Hände waschen dann auch so einwechseln, bevor man dann zum Essen hier den Tisch mal zeigt. Aber die Hände werden ja sauber beim Gitarre stimmen. Oh, das habe ich meine Frage gehört, die Ekane. Also es ist erstaunlich und für mich neu, dass es also hier zwei Teile des Iraks gibt. Einmal den kriegerischen, terroristischen, einen Teil, wo die Bomben und explodieren und Anschläge laufen. Und dann einen Teil, wie hier im Norden, wo wirklich der Eindruck ist, dass Ruhe ist, ja, und dass die Menschen freundlich sind. Ne? Und nur deshalb ist es überhaupt möglich, hier oben ein Friedensfestival zu machen, um für die Opfer, die im Süden, wenn ich ja durch das Land reise, dann kommt mir das natürlich als Europäer oder als Deutscher natürlich sehr trostlos vor. Ne? Dann ist es so, als wenn ich über eine Müllhalde fahre. Ja? Und dann sage ich, wie können hier Menschen in dieser Trockenheit und in diesem kargen Land überhaupt leben? Und wenn man genau hinguckt, ja, überall, da sind Tiere, da sind Pflanzen, da sind Menschen, die da leben. Ja?
die mit verstaubten Autos fahren und trotzdem das Radio laut aufgedreht haben und friedlich sind. Ja, das ist ganz erstaunlich. Ich möchte hier zwar nicht leben, dennoch bin ich erstaunt, was ich hier so sehe. Frieden für die Leute heute Abend, die aus vielen Nationen hier sind. Es ist wohl klar, dass ich auch sage, Friede in Deutschland, ein neues Verständnis für das, was hier läuft in der Welt. Dafür bin ich hier. Und ich bin stolz darauf, dass ich als erster Deutscher hier in Kurdistan auf der Bühne stehen kann. Und ich hoffe, dass ich ein Big Star werde im Irak. Und dass ich eines Tages auch in Bagdad, auf dem Marktplatz von Bagdad, eine neue... Shalal Talabani, dem Präsidenten des Irak. Er hat uns eingeladen, nachdem wir gestern noch ein wunderbares Konzert gegeben haben. Und wir sind hier auf einer Raststätte für hier Truck Drivers. Ja? Und ich singe hier meinen Truck Driver Song. Jeder kann in Deutschland. Den natürlich keiner hier verstehen. Die singen trotzdem in deutscher Sprache. Lissabon und jeden Parkplatz, jedes Wasser, jeden Tag war Kettel schon, denn sein Tag ist sein Zuhause, das ist die lange Autobahn. Sein Zuhause ist die Autobahn. Wow! Besonderem Häuser muss er erstmal mit. Hey! Was sagt man? Sospas. Okay. Sospas, ja. Der Tee ist wunderbar. Also, darum beneide ich um den Tee und die Fette. Ja, that's a color of Germany.
What? My cousin. Your cousin is German? Yeah. I don't know, but I know he's German, but I don't. Yeah, a lot of Kurdistan people are living in Germany. No, I'm from Baghdad. You're from Baghdad, yeah? Ah, you're from Baghdad, yeah. And now you're living here? Yeah. Because it's too dangerous? Because the Baghdad is so dangerous. Okay, we are from the German television, yeah? And yesterday we had a big, Erbil, a big peace concert with my band, yeah? My band. And so we have now an invitation of Talibani. Talibani, yes. Yeah. Okay. Wunderbarer Tee. Einfach fantastischer Tee. Good. In English. Only, yeah. You too. The song I wrote for the Kurdistan people. Ich bin so gern in Kurdistan, ich fühle mich zu Haus. Hier möchte ich gerne bleiben, hier zieh ich ihn nie wieder aus. Ich bin so gern in Kurdistan, die Leute sind so nett. Hier in Kurdistan, da zieh ich nie wieder weg. What are you doing? You taking my money as a pictures? Welcome. Prima, prima. I'll take more. Das kennen die gar nicht, dieses Autogrammschreiben. Kennen die das nicht? Nee, das zum ersten Mal. Wie schreibt man das? Egal. Bauer. Bauer. Ahmed, wie schreibt sich denn das? Ahmed, Aha, so. Okay. Okay, thank you. Nimm noch die Hand. Ja. Nimm noch die Hand. Komm her. Okay, thank you. So, jetzt geht's weiter. O, M, A, H, E, M, M, G. So, ja? Nein, wirklich nicht, du. Ja, also mein Gedächtnis ist sowieso total bekloppt, ja. Also für diese fremden Namen, also da, ich glaube, da muss man auch erstmal hier in dieser Gegend wohnen, ja. Da muss man so ein bisschen Grundkenntnisse haben der Sprache. Ich bin ja sowas von blöd in der Birne, ja. Also immer, wenn ich reise, merke ich, wo ich Defizite habe. Man müsste wirklich mehr reisen, ja. Okay, sing on. But you're very fast. I'm a German singer, you know. Yeah. I'm a German singer. Yeah. Where's
Huh? Where is your... My name? Yeah. Gabriel. Also, Gabriel. Autogramm? Yeah, yeah. What is your name? Ali. Ali? Yeah. Oh ja, das kann ich gut schreiben. Thank you. Okay. Thank you for your gift. Okay? Okay. Yes, I need two. And? Sora. Go. Ja, das sind Namen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Okay. Hamad. Hamad. Hamad? Hamad. 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 Go? Okay. Ja, ja. Ich glaube, ich muss doch umziehen. Du er aus der Stimme. Er sagte eben, er heißt Michel Baller. I love Yugoslav. Yeah, you love Dodger? Yeah. Why? Why you love Dodger? Because of football? Football. Gerd Schröder. Ah, Gerd Schröder, okay. Angela Merkel. Angela Merkel. Hey, geil. Brot, Brot, Brot. Brot, das ist lecker Brot. Das ist lecker Brot. Yalla, Saman, Awo, Sora. Mohammed. Oh, ich beschwöre da nicht. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, no! Musik verbindet, obwohl hier die Leute zutraulicher sind, ja. Und keine Vorurteile und so, sind einfach nett. Die kennen mich natürlich nicht. Aber wenn man so eine Gitarre in die Hand nimmt, wenn man lacht, das ist überhaupt das Beste, wie man den Leuten begegnen muss, überall in der Welt. Wenn man lacht, wenn man freundlich ist, vielleicht sogar noch ein bisschen Musik dabei hat, dann öffnen sich die Gemüter, ja. Sehr schön. Ja, und die Gastfreundschaft, wo ich gehört habe, wenn man hier durch Kurdistan reist, braucht man kein Hotel. Man wird eingeladen, es ist eine Ehre für die Leute, dass man als Mensch hier bewirtet wird und über Nacht bleiben kann und da fragt keiner. Und so ist es auch hier die Geste mit dem Tee, das ist einfach üblich. Ja. Ich persönlich mache das zu Hause auch, wenn ich Besuch habe, dann koche ich auch erstmal einen Kaffee. Das habe ich zum Beispiel so gelernt von meiner Großmutter. Und diese Dinge, diese traditionellen Dinge, die sind einfach liebenswert. Ja? Und die muss man einfach auch erkennen. Ja? Wenn man Leuten freundlich begegnet, dann passiert das eben. Und das ist einfach großartig. Und das kann man nur feststellen, wenn man wirklich mit einigen Leuten, die aus der Gegend kommen, wie dem Günther, dass man also, Günther, ach mein Kleiner, dass man auch eingeführt wird so ein bisschen in die Geflogenheit. Ja? Na gut, erzähl ruhig weiter, jetzt habe ich ja beide drauf. Ja, ich sage immer, Günther Zimmer heißt ja Günther, genauso wie ich. Wobei ich wirklich Günther heiße eigentlich. Ehrlich? Ja, ich habe mir die Punkte noch wegmachen lassen. So. I send you a CD of my music. It's country music like Johnny Cash. You got to send to my office, the emergency police in Albany. Okay. Yeah. You must manage this. You must sit. Yes. Okay. Good. Okay. Ja, siehst du, Musik verbindet eben. Musik verbindet. You are German or German? Good Magari. Hamburg. We have a friend in the Germany. Yeah, where? I forget the name. Espo?
Let's go. Ja, okay. Okay. Du steigst ein. Okay. Gunnar, fahr los.